Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Frohes neues Jahr, sage ich erst einmal. Wir haben ja den 1. Januar und er tut so, als wenn er einen Schädel hätte. Den ich natürlich nicht habe. Hallo zusammen. Ja, ja. Aber hast du gestern gesoffen? Ja, ich hab gemütlich eingetrunken mit Freunden. Ja. Ich war auch eigentlich relativ brav. Aber und was ich ja nie mache, ist Böllern. Nee, das mache ich auch nicht. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Böllern alles, ist doof. Kostet alles hier unnötig, ja, also, unnötig Kohle, ne? Nee, das Geld gebe ich lieber vor. Da bin ich echt zu geizig für so einen Rotz. Ja, 1. Januar, was gibt's am 1. Januar für Fakten, die wir zusammentragen können? Neues Jahr, neues Glück, sagen wir. Neues Geburtstagskind auf jeden Fall. Ja, was denn? Hans-Joachim Stuck hat Geburtstag. Hans-Joachim Stuck? Also war ein Autofahrer, oder? Richtig, ja. Ehemaliger deutscher Rennfahrer. Unter anderem in der Formel 1 1974 bis 1979, der das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die deutsche Tourenwagenmeisterschaft gewann. Hans-Joachim Stuck. Hast du gut gemacht. Stuck gemacht. Bist ein feiner Junge. Boah, richtig Stuck, du. Ja, gibt's nicht irgendwie Stuck? Stuck, ja, Stuck. Ist das irgendwie? Stuckdecken. 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 Sind die auch von dem? Der Erfinder der gleichnamigen Decke, ja. Ja, genau. Ich glaube, Stuckdecken auch, wurden irgendwie im 17. Hat er bestimmt in seinem Rennauto, hat er auch eine Stuckdecke. Ja, genau. Ja. Zu Hause auf der Couch hat er eine Stuckdecke. Richtiger, der kam. Aber so richtig. Lach, ja. Ja. Am 1. Januar 1905 wurde die deutsche Kolonie Togoland in Togo umbenannt. Ja. Gibt es ja auch heute ganz oft. So kennt man ja. Kaffee Togo. Pizza Togo. Ja. Den ganzen Togolesen machen ja hier die Pizzerien auf und die Cafés. Genau. Kaffee Togo, Pizza Togo. Was gibt's noch? Pokémon Go? Ist das mit Togo zu tun? Mir gerade so eingefallen. Käse. Naja, auf jeden Fall. Togoland hieß es vorher und 1905 wurde es umgenannt in Togo. Togo. Ja. Wir gratulieren recht herzlich an der Stelle. Warum? Keine Ahnung. Ja. 1. Januar, was ist da noch zu sagen? Gar nichts weiter, aber wir haben einen Fakt des Tages. Nicht zu verwechseln mit Fuck des Tages, nee, sondern der war, Fakt. Der war gestern. Des Tages, den hatte Sascha gestern. 93% aller Menschen, die jemals existiert haben, sind bereits tot. 93% aller Menschen, die jemals existiert haben, sind bereits tot. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Aber ganz schön wenig. Na gut, wahrscheinlich, weil wir so eine große Population haben. Ja, wir sind ja 5000 Milliarden Leute. Wie viel, ich glaube 9 Milliarden oder sowas, ne? Keine Ahnung. Wie viel sind wir? 8 Milliarden. 8 Milliarden oder 9? Wenn ihr das wisst, ob wir 8 oder 9 Milliarden Menschen. Wie viele Menschen sind gerade hier auf der Welt zugange? Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Ja. 93% sind auf jeden Fall schon tot. Darunter Napoleon, Goethe, Schiller. Dein Ur-Ur-Urgroßvater ist auch darunter. Und die Oma. Ja. Ja, sind halt alle schon. Das ist echt. Die Zeit ist halt dahin. Der Lauf der Zeit, meine Lieben. Ja. Ja. Dann sehen wir uns doch wieder am 2. Januar, würde ich sagen. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.